Ja, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, wir legen Ihnen heute einen Antrag vor, mit dem wir klar Nein sagen zur deutlichen Ausweitung von Quellentelekommunikationsüberwachung und Online-Durchsuchung, so wie es vor ganz kurzer Zeit im Bundestag beschlossen worden ist. Das, was in Berlin vorgelegt wurde, das ist ein Angriff auf zentrale Grundrechte, es ist unverhältnismäßig und es ist verfassungsrechtlich höchst bedenklich. Und das alles passiert, meine Damen und Herren, das alles passiert, während CDU und SPD in Berlin die Vorratsdatenspeicherung, ein anderer massiver Angriff auf die Grundrechte, um die Ohren fliegt. Und das passiert als Annex zu einer StPO-Reform, bei der es eigentlich nur um das Fahrverbot als Nebenstrafe gehen sollte. Liebe Kolleginnen und Kollegen, auch wenn es der Bundesinnenminister stets anders behauptet und seine Verbündeten von CDU und SPD ihm da auch munter beispringen, es ist rechtlich wie technisch etwas völlig anderes, ob man eine SMS auf dem Leitungsweg abfängt oder ob man ein Mobiltelefon hackt. Der eine Vorgang, Herr Lüttgen, Ihre Fraktion hat ja gleich auch Redezeit. Rechtlich ist es ein ganz klarer, ganz einfacher Unterschied. Der eine Vorgang ist im Wesentlichen ein Eingriff in Artikel 10. Die sind klar geregelt. Das andere ist ein Eingriff in die Integrität eines informationstechnischen Systems, also in das Computergrundrecht. Technisch ist es deutlich diffiziler. Bei der in Anführungszeichen klassischen Telekommunikationsüberwachung ist gewährleistet, dass allein das gesprochene oder geschriebene Wort abgefangen wird. Bei Quellentelekommunikationsüberwachung und Online-Durchsuchung haben die Ermittler möglicherweise bzw. im Fall der Online-Durchsuchung definitiv vollständigen Zugriff auf die auf dem Smartphone gespeicherten Informationen. Und wenn man sich das vergegenwärtigt, was man selbst auf einem Smartphone gespeichert hat, dann wissen Sie alle genau um die grundrechtliche Eingriffsqualität, wie tief das in unser aller Privatsphäre hereinreicht. Meine Damen und Herren, wir Grüne wollen Sicherheitsbehörden bestmöglich ausstatten. Und dazu gehört natürlich auch eine Ausstattung an rechtlichen Befugnissen. Aber diese rechtlichen Befugnisse müssen immer verhältnismäßig sein. Und diese Verhältnismäßigkeit, dieses Urversprechen des demokratischen Rechtsstaats ist beim massenhaften Einsatz des Staatstrojaners nicht gegeben. Und es geht um, Herr Lüttgen, es geht um einen massenhaften Einsatz. Wenn Sie sich das mal anschauen, es geht um einen massenhaften Einsatz. Es geht um ein Instrument, dem das Bundesverfassungsgericht klare Grenzen gesetzt hat, das immer im Kontext von Terrorismusbekämpfung und der Verfolgung schwerer Straftaten diskutiert wurde. Und dieses Instrument soll jetzt im Fall der Quellen-TKÜ für 38 zusätzliche Straftatbestände geöffnet werden. Und da geht es nicht um Terror und Mord, da geht es um Drogendelikte und Sportwettenbetrug. Und da ist die Grenze des rechtsstaatlich Verhältnismäßigen nicht nur erreicht, die Grenze des rechtsstaatlich Verhältnismäßigen ist weit überschritten. Die Zeit schreibt in der Bewertung, Zitat, die Kanone wird zur Standardwaffe auch gegen Spatzen. Der Staat soll zum größten aller Hacker werden. Das ist der Plan von CDU und SPD im Bundestag. Sie schwächen damit auch den IT-Standort Deutschland. Sie fallen letzten Endes sogar der Kanzlerin in den Rücken, die nach den Enthüllungen von Edward Snowden immer nur verschlüsseln, verschlüsseln, verschlüsseln predigt. Und jetzt wollen Sie genau dieser verschlüsselten Kommunikation an den Kragen. Dem müssen wir, meine Damen und Herren, dringend einen Riegel vorschieben. Deshalb fordern wir heute die Landesregierung auf, keine landesgesetzlichen Grundlagen für einen NRW-Trojaner zu schaffen. Vielleicht widersteht ja auch die FDP da dem Druck aus der Law and Order-Fraktion der CDU, die gleich nach mir sprechen wird. Besser wäre natürlich, wenn dann auch Herr Lindner, der ja ordentlich den Mund vollgenommen hat in dieser Frage, dem dann auch Taten folgen ließe. Wir sind da sehr gespannt, Herr Lindner, ob Sie liefern, was Sie da versprochen haben, solange Sie noch hier sind. Am besten wäre natürlich, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn der Ministerpräsident seinen Anspruch dann auch tatsächlich seine Ankündigungen wahrmachen würde, Einfluss in Berlin nehmen würde, dann wünsche ich mir, dass Sie dann auch diesen Einfluss für was Sinnvolles geltend machen, dass Sie auf die Rücknahme des Staatstrojaners bestehen und dass Sie damit den Grundrechtsschutz für 18 Millionen Nordrhein-Westfalinnen und Nordrhein-Westfalen gewährleisten. Herzlichen Dank.